Hallo und willkommen zurück zu Contraption Maker. Mein Name ist Lord Yoda und wie versprochen oder wie gesagt beim letzten Mal sind wir jetzt bei den Community Level. Hier sehen wir schon ein paar und bevor ich beginne, wollte ich nur mal kurz zeigen. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Community Leveln und zwar einmal Puzzle, das ist eben das, was wir bisher gemacht haben, dass man eben schauen muss, wie man das Ganze löst und die andere Art sind die Contraption. Und das ist sowas in der Art, dass es eben schon fertig ist und man eigentlich sich's nur noch anschauen kann. Also beispielsweise, ich starte jetzt einfach irgendwann mal ein, wie das Ganze aussieht. Also, um zu zeigen, hier so eine Endlosschleife. Also, ja, hier rollt eine Kugel und so weiter. Das ist jetzt nichts besonders Großartiges, aber halt, ja. Also hier muss man nichts mehr machen. Wenn man auf Community geht, kann man sich eben die ganzen Levels, die es gibt, anschauen und auch neue holen. Also wenn man jetzt irgendwas hat, was man unbedingt will, also Most Recent, machen wir mal Trending. Hier, der hier zum Beispiel. Dann, also den will man haben und dann drückt man hier auf Subscribe. Und wenn man dann hier auf den Stash geht, dann sollte der hier eigentlich erscheinen. Ja. Wo hier? War es nicht vorher auf 23? Entweder bin ich gerade blind oder er hat es nicht gemacht. Nochmal gucken. Subscribe. Ja. Als Dash. Ja, da ist er. Ich glaube, ich war blind. Genau. Und ja. Was jetzt sein kann, wenn wir anfangen zu spielen, was wir auch schon im Contraption gesehen haben, dass dadurch, dass Contraption Maker ja immerhin weiter geupdatet wird, dass diese Level zu einem Zeitpunkt entstanden sind, wo die irgendwelche Features oder irgendwelche Physiksachen noch anders waren. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass manche Level nicht funktionieren werden, weil einfach ja, Sachen anders gedacht sind, als sie jetzt funktionieren. Und ja, wir werden sehen, ob das ein Problem ist oder ob das bei uns klappt. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal mit dem an, das wir heruntergeladen haben. Das sieht auch aus wie für ein Level, das wir jetzt haben, beziehungsweise für die Version, die wir jetzt haben. Und was sollen wir machen? Wir sollen den ba Baseball hinter dem Busch hier verstecken. Okay, Baseball. Baseball. Hier, Baseball. Okay. Okay. Mal schauen. Starten wir mal. Boom. Okay. Das fällt runter und sonst nicht viel. Okay. Okay. Aha. Das ist ja mal eine interessante Angehensweise. Okay, Laser. Die Laser, wenn die starten aber nicht, oder? Nee. Okay, das heißt, die Kugel müsste theoretisch nach oben fallen dafür. Jetzt bin ich ja gespannt, wie das, was das wird. Okay, hier hätten wir noch einen blauen Laser. Das Dingens ist explodiert. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert. Ah, okay. Der leuchtet in dem Moment, wo der Laser. Nee, andersrum. Der erzeugt Strom, solange ein Laser reinleuchtet. Okay. Damit könnten wir irgendwas bewegen. Der hier erschreckt er sich. Dann könnten wir hier irgendwas drehen. Schauen wir mal. Ja. Aber wofür? Ja gut, wir könnten, was könnten wir machen? Wir könnten hier einmal ein Licht. Dann hätten wir hier mal einen, also hier Licht auf irgendwas. Gibt Laser. Nee, gibt nicht Laser. Gibt nicht Laser. Hier könnte irgendwo der Laser rauskommen, der auf was Neues schießt. Ja, das bringt's ja gar nicht.
Was ist das hier eigentlich? Okay, das ist wirklich nur für das Dingens da. Wir können noch nicht mal... Wir könnten das hier dran befestigen, dann wird das gezogen. Wir können den Eimer noch nicht mal festhalten. Okay. Wir könnten irgendwas abschießen. Okay, das Level ist doch deutlich schwerer, als ich jetzt angenommen hatte. Ich dachte, ja, mach mal ein einfaches Level zum Start. Ah, okay, hier kann man Laser mixen. Warum auch immer. Ja, mach mal das hier mal. Warum denn? New Color. Aha. The laser set it to specific color. Allow it to, okay. Und das mache ich wie? Keine Ahnung. Okay. Entweder kann ich das nicht anklicken oder irgendwas ist komisch. So. Ist auch sehr interessant, weil nur diese zwei Sachen akzeptieren ein Förderband. Ja, der akzeptiert noch eins. Wahrscheinlich, oder? Ja. Damit könnte man theoretisch... Nee, könnte man nicht. Ich hatte gehofft, dass man dann vielleicht den hier nach unten kriegt, aber man tut es nicht. Okay. Ja, den kann man raushüpfen lassen. Okay, fangen wir mal anders an. Das hier muss hier angezündet werden. Wofür auch immer, aber auf jeden Fall dieses Teil. Und zwar in dem... wahrscheinlich oben die Billardkugel runterläuft. Oder runterfällt, um genau zu sein. So. Die Billardkugel könnte man so runterkriegen. Aber dann ist das Teil noch nicht da. Ach du Schande. Und was dieses Teil macht... erschließt sich mir überhaupt nicht. Kann ich das drehen hier? Ja. So. Würde eine eine Kanonenkugel davon abgefällt? Ja, würde sie. Okay. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. So. Hallo? Gib mir mein Kabel wieder. Gib mir meine Schnur wieder. Kann ein bisschen rauszoomen, zum Glück. So, sagen wir mal so. Nee, das ist sinnlos. Sagen wir mal so. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, das zieht's rüber. Aber wir müssten erst das erstmal ganz runterkriegen. Ach du Schande. Also, der Eimer geht auch nicht nach... Also, die muss irgendwie nach oben. Gut, das könnten wir jetzt... so machen? Nee, können wir nicht. Weil das im Weg ist. What? Also ich habe das Gefühl, ich sehe heute Sachen nicht. Und zwar überhaupt nicht. Ich stelle ihn mal kurz dahin, das bringt auch nichts. Das Teil kann ich ja nicht verschieben, genau. Also ich müsste es ja irgendwie schaffen, das hier auszulösen, damit hier endlich mal zumindest mit dem Laser irgendwas passiert. Aber wie wir diesen Ball bewegen, habe ich auch erst recht keine Ahnung. Also mein erster intuitiver Ansatz wäre gewesen hier mit dem Dynamit. Aber da passiert ja... ich wüsste nicht, wie wir das rüberkriegen. Die hier rollt auch nicht. Die hier... ja. Auch nicht wirklich.
Komm, gib mir das Kabel. So. Damit könnten wir mal schießen vielleicht. Okay. Damit kriegen wir die runter. Jetzt müssten wir das nur noch anzünden. Ich meine, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt müsste man nur noch das hier irgendwie mit dem Laser machen. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie wir den Laser das ankriegen? Ja, so nicht. Moment. Oh, das habe ich jetzt verschoben. Drum passiert nichts mehr. Also, wenn wir sie hier drunter stellen, dann fällt sie halt nicht mehr runter. Kann man den drehen? Also, das ist die Richtung, oder? Ja. Nach unten kann man sie nicht drehen, aber das würde auch hier in dem Fall nicht viel helfen. Okay. Die Billardkugel macht auch irgendwie nicht so sonderlich den Eindruck, dass sie sich überhaupt irgendwie bewegen lassen wollen würde. Also irgendwie müsste sie theoretisch nachträglich nach oben gezogen werden. Aber... So, wir können ja mal schauen, wie nah kommen wir ran. Nee, nicht nah genug. Also das ist echt eine sehr komische Platzierung für das Ganze. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Das geht ja gut los. Gleich das erste Level und ich habe keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ich kann das einfach nicht in den Weg stellen, weil dann passiert einfach gar nichts. Und das ist nicht Sinn der Übung. Außer ich krieg's irgendwie hin, dass der doch den berührt, obwohl das eigentlich nicht sollte. Aber ich bezweifle es ganz stark. So, der ist hier ganz oben. Der ist hier ganz unten. Der schießt hier fröhlich. Und der ist vor allem hier. Warum ist der da? Ah, okay, weil er zu lang braucht, bis er nach unten gefallen ist. Na gut, wir könnten jetzt natürlich irgendwie schauen, ob wir durch Glück es hinkriegen, dass der richtig fällt. Aber ja... Ja, also meiner Ansicht nach ist die Kugel dahinter. Baseball, das ist schon der, ja. Eigentlich schon. Außer ich habe vergessen, wie ein Baseball aussieht. Ne, das ist falsch rum. Apropos falsch rum, kann man den drehen? Und ist das dann näher? Ja, nicht, okay. Kann man irgendwie... Weil wir gerade beim... ich nenne es mal Cheaten sind, noch das irgendwie begünstigen, dass er in die richtige Richtung fällt.
Also jetzt habe ich den Busch aber wirklich. Also. Ja. Also ich finde schon, der lag hinterm Busch. Aber wahrscheinlich ist noch irgendeine Abfrage drin, dass irgendwas anders erfüllt sein muss. Ja. Also, ja, ich muss sagen, ich gebe auf, weil er liegt hinterm Busch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ankriege mit dem Kaschball hier. Ohne, dass hier die Billardkugel nicht mehr im Weg steht. Aber sobald sie im Weg steht... Wobei... Was ist so? Habe ich das jetzt verschoben? Ah, okay. Irgendwie habe ich es geschafft, dass es nicht mehr richtig zieht. Ist doch doof. Doof. Doof ist das. Kabel, komm her. So. Geht das direkt? Ja, jetzt ist der nicht verbunden. Sehr gut. Okay. Wir haben Laser. Das würde sogar funktionieren. Würde das auch funktionieren? Ja, das würde auch funktionieren. Das heißt, wir müssten jetzt nur noch diesen Ball darüber kriegen. Was passiert denn jetzt eigentlich? Nicht viel, okay. Aber ich meine, ich muss den irgendwie abfälschen. Gut, ich könnte auch natürlich hier mit abfälschen. Dann habe ich dieses Teil über. Yay. Und alle so yay. Genau. Aber bringt mich das weiter? Also wenn, dann ging es ja darum, dass wir die Kugel doch noch... Wieso läuft die jetzt in die Richtung? Ah, Mann. Wenn, dann müsste die Kugel ja in die andere Richtung. Sowas irgendwie in der Art. Nee, nicht ganz. Ja, nee, auch nicht. Ja, jetzt ist halt die wirklich, wie gesagt, das Problem. Und was mit dem Nitroglycerin es auf sich hat, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, also ich gebe auf. Also wir haben es geschafft, ihn zu bewegen. Wir haben es geschafft, das hier auszulösen. Aber wie ich den Ball jetzt noch bewege, keine Ahnung. So. Jetzt schauen wir mal ins nächste rein. So, auch könnte auch wieder nicht funktionieren. Mal schauen, was hier passiert. Nicht viel. Was sollen wir machen? Okay, wir sollen den, den und die Katze zum Christbaum bekommen. Das heißt, wir müssen diesen Ballon zerplatzen lassen. Damit der hier aufsteigt, damit die Katze hier geht. Okay. Aha. Moment, wieso läuft dieser Laser immer? Was ist das?
Ah, das ist ein inverser Laser. Sachen gibt's. Gut, das heißt, dieser inverse Laser muss hier gepowert werden, sonst geht der kaputt. Gut. Sagen wir hier unten Licht. Licht schreit nach dem hier. Das schreit nach dem hier. Dass wir das Ganze dann drehen und nach oben bringen. Irgendwas in der Art. Schauen wir mal. Ja, vielleicht noch ziehen wir noch ein bisschen. So, Katze geht, aber bleibt stehen. Gut, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir die Katze nur noch nach da drüben bewegen. Und das können wir wie? Gibt es hier irgendwas, das sich bewegt? Also, hier, das bewegt sich. Sehr gut, es gibt was, was sich bewegt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es existiert tatsächlich. So, das dreht sich richtig rum, das dreht sich richtig rum. Katze ist am Ziel, der ist verschollen. Gut, das heißt, wir bauen irgendwie sowas noch hin. Der kriegt sowas, der bewegt sich ja selber. Und dann schauen wir mal, ob das schon reicht. Nein, tut's nicht, das ist zu tief. Und jetzt? So, die kommen an. Ey! Ey! Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, dass die da nicht weit genug rüberkommen. Finde ich. Mal gucken, was passiert jetzt. Also das Problem ist natürlich, dass die Katze mal wieder meint, dass sie sich nicht bewegen muss. Okay. Ah, okay. Was wir natürlich machen könnten, ist, dass wir das Ganze verlangsamen, wie die Katze bewegt wird. Irgendwie sowas. Oder beschleunigen. Je nachdem. Schauen wir mal. Ah! Komm, Kabel. So. Was wäre das jetzt? Finden wir mal raus. Nicht ganz so schnell, danke. Das wäre beschleunigt. Deutlich beschleunigt. Sup! Dann wäre genügend Platz für die Herren hier. Yay, und wir haben es geschafft. Ja doch, das war doch nett. Und damit war es das auch schon wieder für die Folge. Schreibt mir, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder ob ihr sagt, ja, das ist ja ganz schön und gut. Aber schau dich doch bitte mal nach einem anderen Rätselspiel um. Weil, ja. Genau. Warum auch immer, schreibt mir das auch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.